Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Kuon, der Young-Phase mittlerweile. So, wir müssen jetzt erstmal wieder gucken, wo wir hier überhaupt weiterkommen. Denn wir sind jetzt zurückgelatscht, um abspeichern zu können. Weil ich ja ausmachen musste, die Aufnahme. Ich musste ja auch mal ins Bett und so. Und jetzt muss ich erstmal gucken, was genau wir denn nun eigentlich machen müssen und wo wir hin müssen und was sollen wir überhaupt tun. Ich weiß nicht. Nein! Oh, okay, Gott sei Dank. Okay, ich habe schon lange nicht mehr aufgenommen. Wo ist meine Karte? Hier. Also, das Zelt ist auf. Hatten wir die Statuen schon dahingestellt? Ich glaube, ja. Ich glaube, ich gehe da lieber nochmal gucken. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Haben wir die Statuen da schon hingestellt? Konnten wir jetzt hier irgendwas aufmachen? War hier irgendwo... Nee, hier gehe ich nicht nochmal hin. Da war böse. Konnten wir hier irgendwas aufmachen? Da ist 3. Ach, verdammt. Ich habe mir das gar nicht aufgeschrieben. Oh nein, 3. 3 konnten wir aber, glaube ich, noch nicht öffnen. Soweit ich weiß. Oder? Ich glaube, 3 war doch Erde. War das nicht Erde, das Nummer... Das Nummer 3. Ich muss mal gucken. Sicherheitshalber gehe ich lieber einmal gucken. Lieber einmal zu viel gucken als einmal zu wenig. Im Gesindehaus natürlich. Jetzt im Laden, ne? Jetzt im Laden, Gesindehaus. Für 1,50 Euro kriegt man jetzt das Gesindehaus hier. Der Typ ist weg, ne? Ist mir gerade mal so aufgefallen. Siegel Erde. Ja, okay. 3 ist Erde. Erde haben wir noch nicht. Erde finden wir aber wohl möglich noch. Aber ich weiß noch nicht wo. Wir laufen hier so rum. Das finde ich gar nicht dumm. Tralalalalalalala. Dann biege ich hier noch ab. Das wäre doch gelacht. Tralalalalalalala. So, ich hätte auch einfach in mein Menü gucken können. Fällt mir jetzt gerade ein. Aber es scheint so, als hätten wir das noch nicht gemacht. Ah, perfekt. So, Sache. Ich möchte gerne dieses Dingen haben. So, und das andere haben wir nämlich auch schon. Das passt dann nämlich auch ganz gut dahin. So, perfekt. Mal gucken, was bekommen wir denn jetzt? Ach. Die Altartür geht auf. Es ist etwas darin. Eine alte Scheibe, alte Holzscheibe, verziert mit Tierschnitzerei. Okay, also nichts Neues, ne? Das kennen wir schon. Es ist eine Schnitzerei, eine Holzdings da, Bums da. Tringel, Trangel, Tringel, Trangel. So, ja. Heute bin ich ein bisschen albern, es tut mir leid. Garten, jetzt im Laden. Auf jeden Fall. So, die Frage ist jetzt, wenn wir jetzt im Gartenladen sind, wo müssen wir denn dann hin? Ach ja, da war die Truhe. Da war zu, weil Modder, Schmodder. Okay, dann gehen wir einfach da nochmal gucken. Ich habe mich ja gar nicht überall umgeguckt. Das hier habe ich aufgemacht. Hier geht das gar nicht weiter. Die Tür geht nicht auf. Dann gucken wir jetzt hier. Mir wurde übrigens auch geschrieben, ich kann das jetzt nämlich endlich mal ansprechen. Da wurde mir geschrieben, man könnte in dem Spiel meditieren. Ich weiß da jetzt nicht, ob sie das hier auch kann. Aber... Ups, irgendwie... Ah, guck mal, ich habe einen Schnellknopf für die Karte. Ah, Meditation. Körperliche und geistige Stärke werden durch Meditation erneuert und Schwindelanfälle können dadurch überwunden werden. Meditation erfordert vollkommene Konzentration und herbeigerufene Dienstgeister werden entlassen. Ja, also ich könnte dann halt so meditieren. Das hätte ich schon vorher immer machen können, wenn es mir nicht so gut ging mit Utski. Das Problem ist nur, ich habe das gar nicht gewusst. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Dann müssen wir jetzt mal hier gucken.
Jetzt im Ladenkorridor. Ich bin schon wieder so albern. Es tut mir leid. Jetzt im Laden böses, dickes Monster. Wir gehen mal einfach da weg. Ach nö. Wieso sieht er mich jetzt? Er hat mich beim letzten Mal auch nicht gesehen. Friss mein Feuerchen. Fritz, friss, friss, friss. Na, lass du mich mal los. Bitteschön. Bitteschön. Okay. Ich glaube, ich hab's. Aber ich guck lieber nochmal sicherheitshalber, ob er auch wirklich tot ist. Na, ist er nicht gewesen. Na also, jetzt ist er aber tot. Sehr schön. Und wieso hat er mich jetzt gesehen? So, Moment, ich habe jetzt einen Schnellknopf für die Karte. Das finde ich unglaublich toll. Warum ist die Tür zu? Warum geht die nicht auf? So, hier fehlt Siegelerde. Das Siegel darf nicht entfernt werden. Genau, das haben wir schon gehabt. Hier war ich schon drin, ne? Mist. Ja, hier war ich schon drin. Hier war irgendwie nichts, nichts Brauchbares war hier. Doch, ich glaube irgendwie ein Schiffchen und Heilung oder sowas war da drin. War ich hier schon drin? Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Aber doch, hier war ich anscheinend auch drin. Ach ja, stimmt ja. Hier hat ja nachher die Tür geklopft und dann kamen ja zwei. Stimmt ja. Hab ich vergessen. So, was haben wir hier? Erde. Die Erde, die Erde, die Erde. Ach, warum habe ich die Erde nicht? So, Hofwesten. Da müssen wir mal gucken. Wo müssen wir jetzt lang? Ayako. Aber da hinten komme ich ja nicht lang. Das ist ja das letzte Problem. Oder ich muss hier irgendwas auslösen. Vielleicht hier hinten. Hier bin ich noch nicht hergegangen. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Gott, ich glaube, hier war gar nichts, ne? Okay, einmal meditieren. Und schon sind wir wieder ganz chillig dabei. So, jetzt wo ich weiß, dass ich meditieren kann, geht's mir gut. Boah, Alter, was war das denn jetzt? Ich mag nicht mehr. Was passiert denn hier? Ach, da ist Ette schon wieder. Wir erleben genau das gleiche wie Uzuki. Ich glaube, das war dann auch so das Problem, warum ich damals das Spiel nicht weitergespielt habe. Also ich habe es ja anscheinend wirklich nicht abgebrochen, sondern ich dachte wirklich, das Spiel wäre fertig. Guckt sie jetzt auch da durch und sieht die Olle? Was ist, wenn ich da jetzt nicht durchgucke? Na gut, ich gucke durch, aber ich gucke nur einmal durch. Schaut durch das kleine Loch in der Wand. Oh, ich will da nicht hingucken. Oh nein. Nicht schnell weg, da ist die durchgeknallte. Durchgeknallte Korea. Durchgeknallte Korea. Sie ist weg. Sie ist weg. Sie ist weg. Oh, aber da liegt ein Säcklein, ne? Oh, das ist für mich. Naja. Okay. Dann gehen wir mal. Ich gucke da jetzt nicht nochmal rein. Ich weiß, was dann passiert. Was haben wir hier? Die Tür ist mit dem Siegel Erde versiegelt. Wieso denn immer die Erde? Ja, toll. Und wo komme ich jetzt weiter, wenn ich das Siegel Erde brauche? Ich guck da nicht nochmal rein. Vergiss es. Nein, mache ich nicht. Das tue ich mir nicht nochmal an. Ich tue mir ja anscheinend vieles zum zweiten Mal an hier. Aber das nicht. Hier sind wir doch aber eigentlich schon gewesen, oder nicht? Ich muss jetzt echt aufpassen, dass ich mich nicht mit Uzuki vertue.
Also ich dachte, wir wären hier schon mal gewesen, dann war ich aber nur mit Utski hier oder so. Das wäre nicht so schön. So, jetzt gucken wir mal hier. Dann müssen wir alles nochmal absuchen. Irgendwo müssen wir ja wohl dieses Tüchlein Erde herbekommen, aber eigentlich... nee, eigentlich müssen wir das noch irgendwo herbekommen, weil Utski das ja nachher von uns bekommt. So, dann mal gucken. Hier lag einer. Genau. Aber an den komme ich nicht vorbei. Und sie will ihn auch nicht töten. Das ist das Problem. Was ist denn hier hinten? War ich hier schon drin? Ich glaube, hier war ich schon drin, ne? Ja, das Gerät funktioniert nicht. Und hier war so ein Goblin. Oder so ein Gollum. Oder wie auch immer. Genau, hier sind die Kisten gewesen. Ja, aber Moment mal. Wenn ich da nicht weiterkomme und da hinten nicht. Ha. Da komme ich auch nicht weiter. Und da komme ich da doch weiter. Ich glaube, wir müssen da nochmal gucken gehen, ey. Ich weiß es nicht. Ich weiß gerade echt nicht, wo es weitergeht. Irgendwas habe ich übersehen. Irgendwas. Und da ich jetzt hier so rumrenne... Boah, jetzt habe ich mich schon vor dem Bum-Bum erschreckt. Da ich hier so rumrenne, werde ich bestimmt gleich erschreckt werden. Weil dann irgendwas passiert. Wir können ja auch einfach mal gucken, ob wir hier weiterlaufen können. Vielleicht ist ja hier noch was. Ach, nee. Hier ist versperrt. Okay, wir müssen hier rein. Dann müssen wir mal gucken. Vielleicht ist ja doch hier was. Oh, da wurde nur eine Absperrung aufgestellt. Gut, lassen wir die Absperrung in Ruhe. Ich traue den Absperrungen nicht mehr. Seitdem da so drei Geister plötzlich dann antanzten, seitdem traue ich den Absperrungen nicht mehr. Das ist nicht schön. So, was machen wir denn jetzt? Also hier ist ja niemand mehr. Wow. Da ist ja doch noch jemand. Oh, guck mal. Wir können hier jetzt runter. Wer hat das denn freigeräumt? Dann kommen wir ja jetzt doch weiter. Wie ist das denn passiert? Oh nein. Dōjins Schriften, Band 2. Schrift von Dōjin in seiner eigenartigen Handschrift. Im Garten habe ich zwei Mädchen mit roten Kleidern gesehen. Eine ist ziemlich hübsch, aber vor der anderen hatte ich ein bisschen Angst. Die Hübsche hat mit blutverschmierten Tüchern in größerer Zahl gespielt. Warum macht ein junges Mädchen so etwas? Jetzt weiß ich's. Sie müssen sie irgendwo gefunden haben. Es kann gar nicht anders sein. Ich bin heute großartig in Form. So, ist hier was? Nein. Okay, Moment. Wir müssen jetzt erstmal das Vieh kaputt machen. Ah! Da kommt es ja schon. Oh, stirb. Aua, aua, aua. Boah, ich mag das nicht, dass ich da echt nur mit diesen Zaubern was reißen kann. Wow. Der war cool, der Zauberspruch. Aber der zuckt noch, der lebt noch. Moment mal. Da muss ich das mal eben wieder entfernen. Dass ich nicht aus Versehen dann hier ständig einen Zauber spreche, wenn ich versuche, den da drauf zu treten.
So, jetzt erstmal Meditation. Hätte ich das mal vorher gewusst. So, jetzt geht's ihr wieder besser. Na, das ist doch super. Direkt mal hier in den kleinen Schrein gucken. Heiliges Tuch Merkur benutzt. Aha. Krähenscheibe, Zauberspruchkarte, Hibari. Sehr schön. Das ist gut. So, das heißt ja, wir können jetzt da auch weiterkommen. Gehen aber... Ich glaube, ich gehe erst da drüben noch gucken, oder? Ja, doch. Ich glaube, ich gehe erst hier hinten noch gucken. Wo die komische Olle hergerannt ist. Nicht so schnell rennen. Wir dürfen nicht so schnell machen. Nicht zu voreilig werden hier. Sonst ist das schlecht. Ich habe zwar jetzt nicht so wirklich verstanden, wer auf einmal da die Treppe freigeräumt hat. Aber naja, macht ja nichts. Was haben wir hier? Ach, guck mal, die Säule ist schon umgestürzt. Na, immerhin. Irgendwo müssten wir eigentlich auch auf Uzki treffen, oder? Normalerweise. Aber ich habe so langsam das Gefühl, dass das nicht zeitgleich spielt oder so. Sondern ganz merkwürdig anders. So, jetzt kann ich an den da dran. Der wird mich dann bestimmt sofort angreifen wollen. Sobald ich ihm das klaue. Ein Spieß wurde in die Leiche getrieben. Herausziehen. Ach. Wie soll ich den denn platt machen hier? So. Nein, bleib stehen. Oh, der stirbt nicht. Okay, wir versuchen es mit dem Fächer. Komm schon. Ja, er ist kaputt gegangen. So, wir müssen erstmal wieder meditieren. Omnibus, Ferraribus, Laternibus. So. Ah, Siegel Saturn, alles klar. Was haben wir hier? Etwas ist mit Blut geschrieben, wahrscheinlich von einer Frau. Der Bergpfad, alle werden von Affen gefressen. Von Affen? Von Affen. Alle werden von Affen gefressen. Okay. Auf dem Bergpfad. Ich hoffe, das hier ist ja jetzt nicht der Bergpfad. Das ist ja jetzt die Fischerhütte, ja? Gut. Ich will nämlich nicht von Affen gefressen werden. Oh nein. Ih! Nein, 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 nein! Ja, geh. Weg mit dir. Warte, 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 warte. Ich muss mal eben... Ich glaube, ich packe mir noch was Zweites wirklich rein. Aber was denn? Haben nicht so viel. Also die Starken würde ich ganz gerne behalten. Oh nein! Jetzt haben wir was verschleudert. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wo ist denn der andere? Da hinten. Sehr gut. Ja, sehr gut. Juhu, ich treffe. Mist. Verdammter Mist. Da liegt eine Leiche. Ihre Haut ist weiß wie eine Wachsfigur. Ich habe schon wieder Karten verschludert. Ich sollte das nicht so oft machen, sonst können wir uns nicht mehr wehren. Im Boden ist ein Loch. Moment, hier liegt doch bestimmt noch was, oder? Hier.
Ein Schiffchen. Da hinten liegt auch noch was. Moment, da muss ich jetzt eben noch hin. So, hier. Ach, ein Elixier. Na toll. Das brauche ich nicht. Ich brauche ein paar Karten noch. Zur Verteidigung, Mensch. Achso, da ist ein Loch. Wartet mal. Ich glaube, hier liegen noch Karten zur Verteidigung. Ja, Zauberspruchkarten. Hibari. Sehr schön. Wir schaffen das. Leute, wir schaffen das. Zur Not müssen die Spinnen für uns kämpfen. Oder wir müssen versuchen, wegzulaufen. Oh, ich glaube, hier kam ja sogar wirklich noch jemand, ne? Aber ich glaube, ich konnte hier auch erstmal abspeichern. Genau. Sehr schön. Dann werde ich das nämlich auch erstmal machen. Erstmal speichern, zur Sicherheit. Nicht, dass wir nachher von einem Affen gefressen werden. Ja, ja. So. Gespeichert ist. Jetzt müssen wir nochmal da hinten gucken. Aber echt, ich möchte nicht wissen, wie schwer die Monster hier sind oder diese Geister, wenn man auf normal gestellt hat. Ich finde es nämlich auf leicht schon ganz schön schwer. Na toll. Ist das nicht einer von unseren Leuten? Der hat auch so einen gelben Fummel an. Nicht... Was tust du denn da? Fängt die auf einmal an zu meditieren. Oh. Toll. Der kriegt mich. Och, nö. Oh, nö. Och nö, warum drehst du dich nicht rum, Mensch? Jetzt mal ernsthaft. Das kann doch nicht wahr sein. Mach den jetzt platt. Los! Oh, hallo? Oh, Schwindelanfälle. Ja, super. Ist aber auch furchtbar in Kämpfen. Muss ich gerade mal ganz ehrlich sagen. Ah, oh, endlich. Tritt drauf. Tritt drauf. Komm, der lebt noch. Ach so. Ich habe gerade die ganze Zeit X gedrückt zum Drauftreten. Das ist natürlich falsch. Ey, die Kämpfe mit ihr sind verdammt schwer. Die sind noch schwieriger als mit Uzki. Das will was heißen. Ich könnte echt mehr Karten gebrauchen. Also wenn jetzt Monster kommen, dann muss ich das mit dem Fächer irgendwie lösen. Das wird ja lustig. Na gut, meine Lieben. Ich würde sagen, ich mache an der Stelle erst einmal einen Cut. Wir sehen uns dann in einem neuen Part wieder. Bis dahin. Tschüssi.